Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ja, ich habe das Spiel jetzt nochmal neu gestartet. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich hab irgendwie nicht darauf geachtet, wie die letzte Mission hieß, die wir für den Dalip Singh gemacht haben. Die heißt der finale Showdown. Ich glaube, die letzte Mission ist abgespeichert. Wir werden es sehen, wenn wir da sind. Nee, das ist mir jetzt egal. Nee, ich glaube, wir standen vorhin woanders. Und es ist Greenie. Alles klar. Oh, gut, du bist hier. Seiner Hoheit ist heute Morgen wohl der Übermut zu Kopf gestiegen. Sie hatten recht, als ich sagte, das wäre unsere Chance. Hatte ich. Wir veranstalten einen Tumult und locken die Templer von der Ostindien-Kompanie aus der Reserve. Was wollt ihr tun? Euch in die Schusslinie stellen? Es ist eine Botschaft an Elsinor. Das alles ist erst vorbei, wenn wir ihn herauslocken können. Ich muss das einfach erledigen. Ich sorge für einen Tumult und Sie mischen sie ein bisschen auf. Nun, das sollte kein Problem sein. Ich hab gehört, ihr Templer seid ein Haufen Schwächlinge. Bitte, verschon mich! Du musst Elsworth eine Nachricht überbringen. Ich tu, was du sagst. Oh mein Gott. Sag ihm, whatever shall I do? Er soll mich heute Nacht am Friedhof von Lambeth treffen. Und er soll allein kommen. Das ist ein Mörder! Someone's been killed! Someone's been... There's a killer on the loose! Wir treffen uns am Friedhof von Lambeth. Der kommt nicht allein. Er ist recht nicht, wenn ich darum bitte. Hätte ihn eigentlich treffen müssen. Huh?
erledigt. Mit Ivy reden. Okay. Ist nicht allzu weit weg. Geht noch. Aber oh, vielleicht nehmen wir doch eine. Huch. Jetzt lasst mich da durch. Immer auf der linken Spur. Bis ich das gelernt habe, ist das Spiel vorbei. Das war wahrlich mal ein Tumult. Er ist verrückt geworden. Greeny hatte recht. Nicht verrückt, Jacob. Er nimmt Dinge in die Hand. Er will Gutes tun. Ach, vergiss es. Ich übernehme das ab hier. Klingt gut für mich. Ich hätte gerade sowieso Lust auf ein schönes Pint. Na, ich auch Lust. Ich hätte Jacob erwartet, bin jedoch froh, dass Sie gekommen sind. Er glaubt, ihr seid verrückt. Vermutlich hat er recht. Wie lautet der Plan? Ich bat Brinley, mich hier allein zu treffen, aber natürlich hat er eine kleine Armee geschickt, um die Umgebung zu sichern. Beseitigen Sie sie und treffen Sie mich dann hier wieder. Wenn Brinley hier eintrifft, ist es wichtig, dass ich mit ihm alleine bin. Verstanden. Was macht die denn hier? Es gibt einen Eindringling! Ey. Was sind das jetzt für Geräusche? Oh, wir haben einen Besuch. Nicht so gut. Thank you.
Fanatiker. Sie haben in dieser Gegend nichts zu suchen. Ich muss sagen, du benimmst dich. Fanatiker, Labat! Du bist tot! I could tear a person apart limb by limb! Der packt das da, ne, oder? Einer von seinen Kollegen, weiß aber ihresgleichen. Ihresgleichen ist hier nicht willkommen, obwohl wir ein und derselbe sind, oder so. Nächstes Mal hat sie nicht so viel Glück. Someone help me! Dieser Frey ist hier. Nimm das! Das wird mir sicher helfen. Vielen Dank. Er ist hier. Ich muss mit ihm reden. Seid nicht albern, das ist gefährlich. Miss Frey, das ist etwas, was ich tun muss. Und zwar unbedingt allein. Bleiben Sie hier. Er darf Sie auf keinen Fall hier entdecken. Ihr könnt mir nicht für immer entkommen, Eure Hoheit. Kommt raus und stellt euch. Nicht mehr so einfältig, wie ich es einst war, Sing. Ich wäre nie im Leben alleine hergekommen. Nicht mit euren gegenwärtigen Freunden. Ich bin allein, Edmund. Diese ganze Sache muss nicht so enden. Ihr könnt nicht einfach wie ein freier Mann auf der Erde wandeln. Nichts weiter als eine Trophäe. Ein Hirschgeweih über dem Kaminsims. Er hat bereits genug Ärger angerichtet. Ja, verdammt. Wieso hat er mich gesehen? Ich wusste, ihr lügt, Sing.
Ich könnte es mit den Messern versuchen. Genug Ärger angerichtet. Irgendwas ist schon Zeit, die Sache abzuschließen. Wenn Sie mich jetzt töten, sind Sie ein gesuchter Mann. Stellen Sie sich den Aufruhr vor, wenn bekannt wird, dass Ranjitsins einziger Sohn ermordet wurde. Glaubt ihr, man wird sich an euch erinnern? Ihr seid verloren. Ein Monarch, der sein Volk verlassen hat. Ihr seid ein gottverdammter Mord. Keine Chance! Is quite unbecoming. Ah. Ich wusste, ihr lügt, Sing. Ja, ja, komm. Ich weiß ja auch nicht, der schießt in den Kopf und der Sing hält sich den Bauch. Okay, die. Ich den einen wahrscheinlich auch mit einem Dingens hinbekommen. Warum bin ich hier eigentlich Dingens? Jacob. Der gute Jakob. Ich hatte sie doch gebeten, allein zu kommen. Ich bin nicht mehr so einfältig, wie ich es ein Spaß sehe. Ich bin nicht mehr alleine hergekommen. Nicht mit euren Freunden. Ich bin allein. Die Sache muss nicht so enden. Ihr könnt nicht einfach ein freier Mann auf der Erde wandeln. Dies ist nichts weiter als eine Trophäe. Ein Hirschgeweih über den Kamin. Er hat bereits genug Ärger angerichtet. Es wird Zeit, die Sache abzuschließen. Wenn Sie mich jetzt töten, sind Sie ein gesuchter Mann. Stellen Sie sich den Aufruhr vor, wenn bekannt wird, dass Ranjit Singhs einziger Sohn ermordet wurde. Edward, hören Sie. Ich habe genug gehört. Was? Hä? Ich habe auf die Hand geschossen. Ich stand direkt neben ihm, Mann. Was soll denn das? Ach, das sind wieder solche Missionen, ey. So, dass ich gesehen wurde, das ist meine Schuld. Aber wenn etwas nicht funktioniert, wegen des Spieles... Ich meine, da steht, ich soll auf die Hand schießen. Ich hatte sie doch gebeten, allein zu kommen. Ich bin nicht mehr so einfältig, wie ich es einst war. Eine Trophäe, ein Hirschgeweih über dem Kaminsims.
Ihr habt bereits genug erhalten. Hä? Was? Ach man, ich... Ah, daneben geschossen. Nein. Oh Mann, ich krieg die Krise. Bereits genug Ärger angerichtet. Es wird Zeit, die Sache abzuschließen. Wenn Sie mich jetzt töten, sind Sie ein gesunder Mann. Stellen Sie sich den Aufruhr vor, wenn bekannt wird, dass Ranjit Singhs einziger Sohn ermordet wurde. Edward, hören Sie. Ich habe genug gehört. Nein, tun Sie das nicht! Du bist frei! Er wird euch töten! Dafür wurde ich hergeschickt. Bring es zu Ende! Ich verfolge weiter meine Mission! Das werde ich nicht zulassen! Die Logans, die Kompanie... Alle wollen euch tot sehen. Ob ihr nun Gnade walten lasst oder mich beseitigt, dem für euch vorherbestimmten Schicksalen kommt ihr nicht. Es scheint, sie verstehen nichts von Indien, von seinem Volk. Aber sie töten? Das kann ich einfach nicht tun. Dann wäre ich keinen dort besser als die verfluchte repressive Kompanie, für die sie arbeiten. Ihr werdet sterben, wie ihr gelebt habt, Singh. Ihr werdet nie mehr sein als eine Trophäe des Krieges. Ihr werdet euer Grab finden in englischer Erde. Na, endlich geschafft. Was? Sie haben mir viel Gutes getan. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Wir haben gern geholfen. Ich fürchte nur, dass ich auf diese Weise nicht weitermachen kann. Der Weg der Assassinen ist nicht der meine, so hilfreich sie auch war. Das Empire, dieses Land, mein Volk. Es geht um so viel mehr als Leben und Tod. Ich weiß jetzt, dass ich mein Leben diesem Anliegen widmen muss, um Indien, meine Heimat, deinem Volk wieder zurückzugeben. Es ist ein langer und entbehrungsreicher Weg, doch ich muss ihn gehen, selbst wenn er zu meinem Tod führen sollte. Verstehe, Eure Hoheit. Falls ihr doch eure Meinung ändert, dann wisst ihr, wo wir zu finden sind. Das weiß ich. Danke, Assassinen. Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege nie wieder. Die sagt's schon wieder. Alles klar, Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Natürlich ist es das. Ah, Mann, nerviger Auftrag. Aber wir haben es geschafft und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.